Designer rangehen? Richtig, dann wird ein Mathilda Hunischer Hüfthalter. Und wieder, aber also, trotzdem fangen Sie gleich wieder mit irgendwelchen Gegenständen an. Ja, bei diesem Kampf gibt es keinerlei Regeln. Es ist alles erlaubt, nichts ist verboten. Das kommt natürlich Mathilda sehr entgegen und ihrem Temperament, ihrem Charakter. Mountain Fiji, die Gutmütige, man erinnert sich, sie kriegt eins vor die Birne und lacht noch. Oh. Oh, jetzt hat sie allerdings, glaube ich, nicht gelacht. Das tat wohl weh. Und sich auf so einen Kampf einzulassen, ist natürlich auch ein großes Risiko. Greif an! Mountain Fiji, geh nicht in die falsche Ecke, komm, schnell weg, husch! Und mit Ketten wird gearbeitet und ich sehe sogar einen Ringrichter. Warum bitte einen Ringrichter? Wenn alles erlaubt ist, es sollte doch vielleicht lieber ein Krankenträger, ein Sanitäter dort sein. Die sind da, keine Sorge, keine Sorge. So. Da sind welche angestellt vom Haus, schon allein, um die Heavy Metal Sisters immer abzuholen und wiederzubringen aus dem, wie sagt man da? Psychiatrie. Danke, danke. Dieses Wort war mir gerade entfallen. Also, Gott sei Dank, wir wollen doch nicht oft sehen. Diese Jungs sind auf jeden Fall immer zum Sprung bereit. Und ein Ringrichter gehört dazu. Er gehört einfach dazu. Ganz egal. Also ein Kampf ohne Ringrichter, der zumindest da steht, ist kein Kampf. So, da soll er also in der Ecke stehen bleiben und die beiden sollen jetzt mal ein bisschen loslegen. Er muss halt darauf achten, dass er nicht ins Gedränge kommt, dass er rechtzeitig wegspringt, damit ihm so ein Gummiknüppel... Ja, das sind ja immerhin dann ein 500 Pfund Gedränge im Augenblick. Also ich habe mir sagen lassen, die Dinger tun ganz schön weh, obwohl sie aus Gummi sind. Ja. Oh, wo ist denn der von Mountain Fiji? Die hat scheinbar ihren Knüppel. Jetzt sind alle Mädels im Ring, alle sind drin. Sogar die kleine Fiji. Hoffentlich passiert ihr nicht wieder was. Battle Royale Special. Ja, gut gesagt, gut gesagt. Sie sehen außerdem, Tattoos sind in, Tätowierungen sind in. Die kleine Fiji ist draußen. Die Hunnin wird gewürgt von Mountain Fiji und rächt sich mit ein paar Knüppelschlägen. Und haut mit dem Knüppel um sich, als ob sie einen Teppich aushauen würde. Oh, jetzt ein Peitschengeknalle. Das Peitschenduell, wow, erwischt. Also das klingt so, als ob das richtig böse wehtut. Oh ja, also es wird auf keinen Fall ein Kinderspiel sein, was da passiert. Und wenn ich nicht falsch sehe, hat Mountain Fiji sogar schon einen blauen Fleck am Ellbogen. Wird jetzt von der Hunnin gewürgt. Oh, dass ihr nichts einfällt. Ich würde doch jetzt hat sie auch noch die Peitsche fallen lassen. Also Mensch, ja, Mountain Fiji. Also wenn sie richtig gewürgt wird, kann es natürlich passieren, dass die Halsschlagader abgedrückt wird und da lässt du alles fallen, was du in der Hand hast. Ja, aber doch, dieser Überlebenswille, dieser Kampfgeist muss doch wiederkommen. Also da ist er, da ist er, da ist er, du hast recht. Und jetzt hat Mathilda die Hunde in ihre Frisur auch umsonst gemacht. Ja, das ist ein Doppelburger. Big Otto hat man auch früher dazu gesagt. Otto Wanz diesen Spezialgriff angewandt hat. Dann nennen wir das jetzt Big Mathilda. Little Fiji ist auf jeden Fall jetzt gefesselt. An den Ring, an das Ringseil gefesselt. Und Mathilda the Hun kriegt jetzt einen Schluck von ihrer eigenen Medizin, nämlich einen Würger. Mit, ich nehme an, einer Peitsche oder einem anderen Hilfsmittel, was ja jetzt in diesem Kampf erlaubt ist. Sogenannter doppelt eingesprungener Bürger. Um Gottes Willen, was passiert denn hier? Ja, das ist Little Fiji, die ist an den Ringrand gefesselt. Hollywood hat sie hier und malträtiert sie tatsächlich. Oh, und die Kette. Oh ja. Also nee, Mädels, muss denn das alles so undamenhaft? Mädels ist gut. Sag das nochmal. Mädels. Was soll man sonst sagen? Monster? Monster, nein. Der Wolf, Wölfe im Schafspelz. Oh, jetzt also nee. Also nee, die Mädels kennen das. Jetzt geht's zur Sache. Eieiei. Uli, ich bedanke mich wieder, dass du mich hier eingeladen hast. Das haben wir noch nicht gesehen. Super. Was sieht man hier nicht alles? Ja, man kann immer wieder Neues erleben hier. Unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Tag-Team-Kampf, 3 gegen 3 mit Special Moves. Wobei Little Fiji eigentlich nur eine halbe Portion ist oder eine Viertelperson.
Oh, was war das denn? Das war ein Arm... Ein Arm direkt, der ja, mehr gedreckt war. Das war mehr Arm als Drag. Aber ich meine, bei dem Gewicht ist es natürlich verständlich, dass man da nicht so um sich werfen kann miteinander. Nein, du kannst auch technisch natürlich nicht so vorgehen, das ist ganz klar. Und diese Wirkungen sind wahrscheinlich nur Ausdruck der absoluten Hilflosigkeit, denn was will man denn tun hier? Aber wir sind natürlich über jeden kleinen Armzug erfreut, der zwischendurch mal gezeigt wird. Hier außerhalb des Ringes wird die Stunde beim Dentisten fortgesetzt, oder wie? Ach, wollen wir es nicht hoffen. Amerikaner ist jetzt auch irgendwie übergeworfen worden und hat sich wohl ein bisschen verletzt. Mountain Fiji kriegt jetzt die Kette an. Die Watschen. Aber mit einer Kette. Das ist schmerzhaft. Ja, das ist es. Siehst du, hier sieht man deutlich, warum wir für einen Hüfthalter sammeln, um nochmal drauf zurückzukommen. Also, ja. Mountain Fiji, tu was. Das kann man ja nicht mit angucken. Uli, du hast es vorhin gesagt, Damencatch ist in jedem Fall eleganter. Ja, okay, ich nehm's zurück, ist ja gut, ich nehm's zurück. Wo ist der Ringrichter? Da ist er. Er ist da, irgendwo ist er. Jetzt guckt er, was guckt er jetzt? Naja, man muss auch dabei sagen, es können natürlich auch da immer wieder schlimme Verletzungen passieren, wenn Ketten mit in den Ring genommen werden. Na, jetzt dreht Mountain Fiji endlich wieder auf. Dieser Tritt hat mir gefallen. Versenkte ihren Fuß in Mathildas verlängertem Rückgrat. Und hier ist Amerikaner in arger Bedrängnis. Ja, also, hier geht's drunter und drüber im wahrsten Sinne des Wortes. Die Mädels haben draußen überhaupt nicht zu kämpfen. Und die jetzt? Müssen am Rande des Ringes stehen. Mountain Fiji, jetzt wieder auf Siegesfahrt. Gegen Mathilda. Das will ja kein Ende nehmen. Kopfnuss hier. Ja, aber das kriegt sich zurück von Mathilda. Jetzt kriegen beide Kopfweh. Ja, da kannst du jetzt aber langsam darauf warten, dass irgendwo die Kopfhaut aufplatzt. Ach, die sind beide sehr dickschädlich. Ich glaube nicht, dass das viel Schaden anrichtet. Sicherheitshalber haben sie auch Bandanas um, aber... die beiden hier in größtem Clinch. So muss das aussehen im Waschsalon, wenn zwei Damen dieselbe Maschine wollen. Jetzt ist Mathilda wieder am Zuge. Wirft sich genüsslich auf Mountain Fiji. Gehört Mountain Fiji eigentlich zur Familie von den Samoans? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht. Also wenn, dann ist es nein. Die Headhunters, die beiden Mädels von neulich, gehören zur Familie von Afa. Mhm, mit Sicherheit. Man sieht auch so viel Familienähnlichkeit selten, wie bei denen. Hollywood hier jetzt an den Haaren von Mountain Fiji. Sie sieht ihre Stunde gekommen, denn Mountain Fiji ist ja abgelenkt durch Mathilda, also kann sie auch mal zum Zuge kommen. Hängt jetzt wie ein Schluck Wasser in der Kurve in den Haaren von Mathilda. Quatsch, in den Haaren von Mountain Fiji. Und die weiße Fahne wird da geschwungen. Das heißt, Aufgabe, wir wollen nicht mehr oder weiß ich was. Das ist so ähnlich wie der Kampf der Südstaaten, die ja in Wirklichkeit gar nicht verloren haben. Haben aufgegeben und trotzdem nicht verloren. Die haben nicht aufgegeben, nein. Ach so. Lee hat Grant sein Schwert gegeben, um es zu polieren, weil der doch so schwarz gekleidet war und immer aussah wie ein Schmied. Und der hat es entgegengenommen und gesagt, hihi, ihr habt kapituliert. Und damit war die Sache gegessen, obwohl es gar nicht so gemeint war. Es war ein reines Missverständnis. Also war er clever. Aber hier geht es natürlich nach dem Gong weiter. Das haben wir geahnt. Amerikaner befreit hier Little Fiji. Ja, wird hier zusammengeschlossen. Mal sehen, wer gewonnen hat. Das spielt jetzt gar keine Rolle mehr. Uli, jetzt geht's weiter hier. Nein, der Ringrichter weiß es ja auch nicht. Es hat doch gegongt. Ach doch, hier kommt. Ja, Mountain Fiji hat gewonnen. Mountain Fiji, Amerikaner und Little Fiji sind Sieger. Hier mit einem Popo-Tritt wird die gute Mathilda nach draußen befördert. Das lässt aber Mathilda nicht auf sich sitzen, das sage ich dir.